Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch zum zweiten Teil der Lerneinheit 4 wieder mit dabei sind zum Thema ökologische bzw. nachhaltig erzeugte Lebensmittel. Im zweiten Teil geht es um einen systematischen Überblick, eine Bewertung der Ökolebensmittel aus Sicht der 5 Dimensionen der nachhaltigen Ernährung. Die Lernziele sind folgende. Sie können ökologisch erzeugte Lebensmittel aus den 5 Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung bewerten. Sie können ferner argumentieren, inwiefern ökologische bzw. nachhaltige Landwirtschaft eine Chance für die Ernährungssicherung im globalen Süden bietet. Und schließlich können Sie erklären, warum Bio-Lebensmittel nicht genauso billig sein können wie konventionelle Lebensmittel. Diese Abbildung ist Ihnen inzwischen schon vertraut, die 5 Dimensionen der nachhaltigen Ernährung. In dieser Lerneinheit sollen jetzt aus allen diesen 5 Dimensionen die Öko-Lebensmittel bewertet werden. Die Gliederung lautet entsprechend. Zunächst geht es um die ökologischen Aspekte von Bio-Lebensmitteln, dann um die soziale Dimension. Im dritten Teil um die Gesundheitsvorteile von biologischen Erzeugnissen und schließlich noch um die kulturellen Aspekte und die ökonomischen Aspekte. Damit komme ich zum Schluss und möchte Ihnen noch die Kernaussagen zu der Betrachtung rund um Bio-Lebensmittel zeigen. Der Ökolandbau bewirkt geringere Umweltbelastungen und fördert Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Ökologische bzw. nachhaltige Landwirtschaft erbringt soziale Leistungen und fördert die globale Ernährungssicherung. Es gibt vielfältige gesundheitliche Vorteile von Bioprodukten bezüglich wertgebender und auch wertmindernder Stoffe. Ökologisch erzeugte Lebensmittel werden von vielen geschmacklich als intensiver wahrgenommen. Die Tierhaltung und die Tierzucht folgen im Biobereich anspruchsvolleren Zielen. Die Preise für Bio-Lebensmittel können nicht so billig sein wie für konventionelle. Bio ist somit seinen Preis wert.